Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gold Rush in Alaska. So, heute wollte ich, glaube ich, die Hogpants und so weiter nochmal neu bestellen, dass ich das auch habe. Das machen wir einfach auch nochmal, denn dann können wir nämlich unseren Angestellten da einmal vernünftig quasi einsetzen, ne, würde ich sagen. Schüttkästen mit Anschluss für Wasserpumpe, das Ding nehmen wir einmal. Oh, gleich drei Slots? Alter. Wollte mich mal kurz räuspern. Bin nämlich quasi gerade erst von der Arbeit gekommen und muss mich jetzt erst nochmal so ganz kurz sammeln und so ein bisschen zusammenschustern. So, dann haben wir das. Und dann brauchen wir von dieser Hogpen-Matte brauchen wir vier Stück, ne? War das gewesen. So, den Rest haben wir eigentlich alles da. Schlauchanschluss, bla 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 bla. Gut, das sollten wir da haben. Dann machen wir Checkout. Checkout Money. Order. Okay. Und dann können wir das nämlich von da hinten einmal abholen. Finde ich voll knorke. Wird eh gleich Nacht, ne? Alter. Es wird ja schon wieder dunkel. So, dann waren es, glaube ich, erst die Waschrinnen hinlegen, ne? Ah ja. Läuft bei ihm. 3, 4, hier sind wir bei 1 und 2, ne? Alles klar. Man sieht das immer. Oh, das ist so kacke, ne? Kann man hier nicht irgendwie. Oh, wo laufe ich denn lang? Ich sehe nichts. Ja, genau, und das meine ich. Du siehst halt einfach nichts. Kann man das nicht irgendwie. Anders machen? So. Dann können wir das nämlich einmal von unten aufbauen. So, Freunde, persönliches Anliegen, ich habe ja schon mal davon geschnackt, Weltmeisterschaft 2018, Fußball, steht an. Habt ihr Bock auf ein Tippspiel? So just for fun, einfach nur mal so just for fun, einfach mal gucken, wer kommt wie weit, mit so ein paar netten Menschen und so weiter. Kennt ihr die Kick-Tipp-App? Kennt ihr sowas? Gibt es für ein Handy, gibt es auch für einen Browser, könnt ihr ganz normal einen Browser aufrufen. Einfach auf kicktipp.de/onkelpoppy. Dort ist mein persönlicher Tippraum für die Weltmeisterschaft 2018, die jetzt in einer Woche oder so, glaube ich, beginnt. Ne? Da ist bisher nur einer drin, plus Icke. Also wenn ihr Bock habt, können wir da gerne gemeinsam mal eine Runde tippern. Für die Weltmeisterschaft ist, glaube ich, mal ganz angenehm, als wie wenn du da irgendwie so großherrlich anfängst. Als hier, wenn du großartig anfängst und dann, ich glaube, wir müssen echt noch einen Verteiler hinsetzen. Und dann eine Bundesliga oder sowas machst. Weil Bundesliga ist doch schon sehr lang, muss ich sagen. Also da musst du schon richtig Bock drauf haben, auf eine Bundesliga zu tippen. Aber so eine Weltmeisterschaft, ey, hallo, das sind nur 14 Tage. Das kann man doch machen, oder? Na, fast 14 Tage, ein bisschen mehr. Aber habt ihr Bock drauf? Geht mal drauf, kicktipp.de/onkelpoppy, so just for fun, einfach mal gucken, was bei rauskommt, bisschen Wettbewerbsfeeling und so weiter mit netten Leuten, also wer Bock drauf hat, ist jederzeit gerne willkommen. Wie gesagt, gibt's als App fürs Handy, kostenlos natürlich, kostet nichts, oder halt auch als Browser-Variante im normalen Webbrowser oder sowas, da kannst du dann natürlich halt auch dich drüber einloggen. Registrieren ist natürlich Voraussetzung, E-Mail-Adresse, Passwort etc. pp. Aber alles kostenlos. Also es ist jetzt nicht so, dass man dafür bezahlen muss oder sowas. Ne? Also, und die Kicktipp-App, die wird natürlich auch nicht von mir verwaltet, sondern eben halt von Kicktipp. Da bin ich selber raus. Oder Kicker ist das, glaube ich. Ne? Da bin ich halt raus. Aber die nehmen die offiziellen Ergebnisse. Also das heißt, die kümmern sich da um alles. Ich selber habe halt nur den Raum erstellt, meinen Namen dafür an der Wand genagelt und gesagt, hier, wer Bock drauf hat, mach mal. Also ich begrüße alles und jeden immer wieder gerne. Immer her damit. Immer her damit. Also da habe ich überhaupt keine Schmerzen mit. Wäre schön, wenn ich den einen oder anderen da vielleicht sehen könnte. Also wer Bock drauf hat, immer her, immer her, immer her. Persönliches Anliegen, genau. So, heute habe ich ja gesagt, wir machen hier die Pen, machen wir nochmal dran. Ich brauche auf jeden Fall, glaube ich, hier noch einen Wasseranschluss, dass der läuft. So, das heißt, irgendwo habe ich ja noch einen Verteiler, ne? Aber nicht hier. Ich glaube, der war da hinten irgendwo. Oder habe ich den aufgebraucht? Dann müssen wir noch einen neuen Verteiler bestellen. Tatsächlich.
Wasserverteiler. Was ist das? Auch nicht? Habe ich den Wasserverteiler? Oh ja. Den habe ich in Beschlag. Dann müssen wir noch einen neuen bestellen, auf jeden Fall, dass wir dann hier unten diesen Verteiler auch mitnehmen können. Habe ich denn noch einen grünen Schlauch, einen kleinen? Habe ich denn noch einen kleinen? Stromkabel? So? Nee, den müssen wir auch noch nehmen. Okay, alles klar. Dann nehmen wir den auch noch mit. Hallo, Ausrüstungsgeschäft. Wir brauchen noch einmal. Hoffentlich haben wir das hier. Kriegen wir das hier? Equipment, Anhänger, Zubehör. Zubehör, das ist gut. Ja, das ist gut. Ein Wasserschlauch. Rin in der Büchse. Und wir brauchen noch einen Wasserverteiler. Gibt es noch einen Wasserverteiler, Strom? Wasserverteiler, jawohl. Jawohl, Digga, jawohl. So, dann haben wir den auch. Check out, man. So, dann können wir den noch holen. Und können einfach mal ganz nebenbei noch eine Runde Wasser verteilen. Deswegen Wasser verteilen. Ich wollte gerade sagen, Wasser belegen. Wasser verteilen. Und dann haben wir, glaube ich, schon eine gute Nummer. Gut aufgebaut, was wir hier machen können. Das, was ich vielleicht noch machen möchte, wäre dann auch noch mal unten die mobile Anlage auch noch mal aufbauen. Das möchte ich auch noch mal gucken, ob und wie das funktioniert. So, du kommst dahin. Jo, du kommst dahin. Das heißt, ich brauche noch mal einen Rottenschlauch. Einen Rottenschlauch. So. Out. In. Dann können wir das, glaube ich, auch mal schön machen. Genau. Das finde ich gar nicht mal so uncool. Dann machen wir das mal schön. So. Genau. Da dran. Und du kommst auch ab. Das geht ja eigentlich. Fast. Kriegen wir das hier hinten langgelegt? Das wäre natürlich cool. Dann haben wir nämlich beides an einem Strang. Sehr geil. Läuft. Manchmal hat das ja drauf, ne? Also muss ich echt sagen, manchmal hat das ja richtig drauf. So, pass auf, dann brauchen wir noch einen. Okay. Da stolper ich einfach mal über so einen kleinen Flock mit einer Axt drauf. Läuft bei dem Spiel. Möchte ich mal so behaupten. So. Ja, Fußball-Weltmeisterschaft, euer Tipp? Wer wird's? Wie weit kommt Deutschland? Also ich tippe, wenn sie gut drauf sind, das kommt immer darauf an, ne? Da muss man echt gucken, wie sind die Deutschen drauf? Sind die gut drauf oder sind sie scheiße drauf? Aber wenn sie gut drauf sind, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die tatsächlich bis ins Endspiel kommen. Zumindest mit dem Kader, der da auf dem Papier ist. Muss man ja auch immer sehen, ne? Es ist ja, ich als alter Werderaner habe das ja häufiger so mit Dingen, die auf dem Papier stehen und dann wirklich auf dem Feld nicht funktionieren, sag ich mal, ist halt kacke. Also viele meiner Bekannten sagen, diesmal kommen sie nicht weit. Klar, also Endspiel mit dem Kader müsste eigentlich drin sein. Praktisch gesehen allerdings ist es so die Sache. Das muss man dann wirklich sehen, was da so bei rauskommt. Also ich selber bin dem natürlich skeptisch. Wo ist denn hier noch ein Kanister? Haben wir noch einen Kanister hier irgendwo? Haben wir noch einen Kanister hier irgendwo, Alter? Echt nur da hinten? Also ich selber bin da tatsächlich so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Ich bin da echt so ein bisschen skeptisch. Zum einen mit einem Torwart, der die ganze Saison noch nicht einmal gespielt hat. Muss man auch sehen. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass die Nationalmannschaft halt dafür bekannt ist, dass sie Leute zum Vorschein bringt, die generell Probleme haben mit dem regelmäßigen Spielen. Also ich weiß es gar nicht, wer war denn das gewesen? Letztes Mal war das doch auch einer gewesen, der hatte Probleme gehabt mit Achso,
Mit, weißt du? Muss man dich auch anmachen? Läufst du auch? Was geht? Warum kein Sch... Hä? Ohne Witz. Du willst jetzt nicht wirklich... Ach so, ich muss den noch anmachen, ne? So. Jetzt haben wir Water. Da kippt auch keiner was rein, aber Hauptsache, da läuft schon Gold durch. Nee, andererseits ist ja die Nationalmannschaft dafür bekannt, dass diese Varianten, ich stelle einen auf, der selten bis gar nicht gespielt hat, der macht dann trotzdem was Cooles. Zuweisen. So, dann machst du da einmal was. Dann wachsen die trotzdem irgendwie in ihre Rolle hinein oder über sich hinaus oder was weiß ich, wenn du verstehst, was ich damit sagen möchte. Also die, es war, letztes Mal war es doch auch so gewesen. Da war doch auch irgendwie einer, der hat die Saison kaum, oder war erst verletzt. War das nicht so? Der war erst verletzt und hat dann trotzdem gespielt, obwohl sie alle gesagt haben, voll doof. Und dann hat er aber so eine richtig geile Aktion gemacht und dadurch ein richtig gutes Spiel. Irgendwer war das doch gewesen. Irgendwer ist doch da richtig über sich hinausgewachsen. Wer war denn das? Verdammte Hacke. Ich weiß es nicht, aber irgendwer war das auch gewesen. Irgendwer hat doch da schon mal sowas richtig Cooles gemacht. So. Nee, aber das ist halt der Punkt, weswegen ich denke... Warte mal. Nimm mal den jetzt. Quasi hier hinten einfach so hinstellen. So. Und dann Feierabend. Und den schließen wir einfach hier an. Fertig. Der muss ja nicht irgendwo mittendrin stehen. Der muss ja nicht logisch stehen, ne? Wir reden hier immer noch von Gold Rush. Von nichts anderem. Genau. Nee, wie gesagt, das war halt schon immer so irgendwie das Thema, dass die Nationalmannschaft immer wieder so ein Karrierekick gewesen ist für Leute, denen es tatsächlich beschitten ging, die krank waren, die verletzt waren, die einfach halt nicht dabei waren oder nicht gut drauf waren. Oh, lol. Den kann ich ja gar nicht anschließen. Doch, kann ich wohl. Kann ich wohl, alles klar. Und dann, wie gesagt, einen richtigen Kick nochmal durch die Nationalmannschaft, durch das Turnier bekommen haben, überhaupt durch das Turnier, und dann über sich hinausgewachsen sind. Ich möchte dich da anschließen, danke. Wie weit kommt man damit? Nicht weit, okay. Wo bist du hin? Da. Ja, läuft. Okay, da müssen wir eine Verlängerung holen. Genau. Nee, und dadurch haben wir halt schon so einige Turniere besser verbracht als angenommen. Tatsächlich. Das ist so mein Grundgedanke, mein Bestreben, dass es dieses Mal vielleicht auch stattfindet. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, ich wäre echt dankbar darüber. Würde mich freuen, also dankbar nicht, aber klar, dankbar auch, na klar, aber ich würde mich freuen, den einen oder anderen von euch da vielleicht zu sehen. Und falls ihr Kumpels habt oder so Eltern, Freunde, Verwandte, Bekannte oder was auch immer, gebt das ruhig weiter. Jeder ist da herzlich zu willkommen, herzlich eingeladen. Allerdings... Lol. Allerdings unter einer Voraussetzung, man hat ja auch die Möglichkeit zu chatten, immer höflich, ne? Vernünftiger Ton miteinander, denn wer sich daneben benimmt, sage ich gleich, der wird gnadenlos ausgeschlossen.
So wie halt auch im Stream zum Beispiel. Gut, bisher ist noch keiner da gewesen, der da ausgeflippt ist. Aber es gibt immer das erste Mal und ich befürchte, das dauert nicht mehr lange, bis das erste Mal da ist. Und dann stehen wir da und freuen uns des Lebens, dass da so ein Pfosten mit bei ist. Und das möchte ich halt nicht. Deswegen, also da bin ich. Schmerzfrei und schließe auch gerne aus. So ist das nicht. Aber ich bin natürlich auch dankbar darüber, über jeden, der mitmacht und Bock drauf hat, da was zu tun. Also überhaupt keine Frage. Wie gesagt, meldet euch an kicktip.de/OnkelPoppy, so wie dieser Kanal auch heißt, so wie ich auch heiße, und einfach anmelden, kostenlos registrieren, anmelden und drauf lostippen. Wie gesagt, Weltmeisterschaft ist freigegeben. Wäre cool. Würde mich freuen. Auf jeden Fall würde ich mich freuen. So, dann haben wir hier die beiden Anlagen auch nochmal angekoppelt und haben dadurch, hoffe ich mir, so verspreche ich mir, weil das habt ihr in den Kommentaren reingeschrieben, dass wir dadurch dann jetzt einfach nochmal die Möglichkeit haben, mehr Gold zu verdienen. Okay, da ist der Erste, da ist der Bist du blöd, da hinten. Okay, genau, das heißt, es wird dann schneller, ja quasi addiert da oben rechts. Wodurch dann die Leute halt auch richtig arbeiten können, sozusagen. So, wo ist der Schlauch? Hallo Schlauch? So, nicht, dass hier unter den Hänger gesprungen oder so, ey, ich fress einen Besen. Och Leute, da kann doch nicht wahr sein, ich fress einen Besen. Öffnen des Boards nicht mehr, ich will ja auch nicht öffnen. Ey, so ein Quatsch, oder? Da, ohne Witz, das ist doch ein Quatsch mit diesem Spiel. Jetzt musst du hier hinten den Schlauch wieder abmachen, den einmal aufwickeln, damit du das Ende findest. Was ist das denn für ein Scheiß? Hallo? Hätten Sie die Güte? Ja, das wäre ganz toll. Ohne Witz. Weil der unterm Hänger gelegen ist. Hast du ihn nicht in zu fassen? Also auch gar nicht mehr gesehen. Das ist doch behämmert. Das ist doch einfach behämmert. Jeder andere kann da drunter gucken, unter den Hänger und sieht, ah, guck mal, da ist die Kupplung. Kann man nehmen. Nur in diesem Spiel, da geht das nicht. Nein, in diesem Spiel ist das nicht möglich. Ich muss ja diese Matten mal verkaufen, weil die sind einfach überflüssig jetzt, die Matten. Ja, ist so. So, da war Anschluss. Und hier war Verlängerung. So, Wasser müsste laufen. Aber noch kein Strom, ne? Ich brauche noch Strom. Stream, Stram, Strom. Dann können wir den anderen nämlich dazu weisen. Also ich hoffe, das spielt keine Rolle, wo der steht. Ich hoffe wirklich, dass der sagt, nö, passt schon. Achso, der war an. Lol, der war an. Was er läuft. So, dann müssen wir den anderen nur noch der mobilen Waschanlage zuweisen. Und dann, zack, Arbeiter Nummer 2. Bulldozer, Duplex, Jig, Rütteltisch, große mobile Waschanlage. Da, zuweisen. Okay, und jetzt müsste man ja eigentlich was sehen, ne? Boah, es geht schon dezent schneller, muss man echt sagen. Es geht dezent schneller. Okay, nice. Sehr gute Idee. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir eine Folgenpause. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr ein Abo vielleicht auch da lasst. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr sogar noch einen Kommentar dazu da lasst. Und ich würde mich erst recht freuen, wenn wir uns sehen
beim Tippspiel. Da würde ich mir auch drüber. Wie gesagt, sagt allen Leuten Bescheid, den ihr kennt, auch die, die hier nicht Benutzer dieses Kanals sind, sondern oder Besucher dieses Kanals sind, sondern Oma, Opa, Tante, Vater, Muttern, Cousin und was irgendwie was. Macht mit, just for fun, einfach mal um zu gucken, was so machbar ist, was jeder so drauf hat. In diesem Sinne euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns zu Gold Rush übermorgen wieder hier auf diesem Kanal. In diesem Sinne, bis dahin, tschüssing!